Guten Morgen und willkommen zu diesem neuen Vlog. Heute haben wir ein Babyshooting anstehen, hier im Studio natürlich. Denn das Baby ist noch ganz, ganz klein. Das müsste jetzt so, naja, vielleicht einen Monat alt sein. Die Familie nimmt an meiner Aktion der Babyflatrate teil. Das heißt, wir haben schon ein Babybauchshooting bei mir gemacht. Und jetzt haben sie die Option, im ersten Lebensjahr des Babys praktisch so oft zu kommen, wie sie wollen. Wir machen dann immer verschiedene Themenshootings, verschiedene Mottos, auch daran angepasst, was das Kind dann schon kann, um so die Meilensteine zu dokumentieren, weil das erste Lebensjahr geht so schnell rum und die verändern sich so krass schnell, die wachsen so schnell und die lernen so schnell Dinge dazu. Und deshalb gibt es diese Babyflatrate bei mir. Und dann spart man sich eben immer den Grundpreis des Shootings, bezahlt nur noch die Fotos selber. So. Die Familie fängt heute an, im Prinzip, mit der Babyflatrate. Wir haben das erste Shooting. Das heißt, der rote Hintergrund passt heute nicht so. Den werde ich gleich noch tauschen, und zwar werden wir den beigen Hintergrund nehmen. Und wenn ich das alles mal aufgebaut habe, zeige ich euch, was ich für Requisiten gerne nutze oder für Hilfsmittel, die sich für so Babyshootings ganz gut eignen. Ich habe euch jetzt mal abgestellt, denn es wird doch echt schwer am Arm, die Kamera die ganze Zeit zu halten. Also wie das so Fulltime-Vlogger machen, keine Ahnung. Ihr hört vielleicht, ich klinge immer beschissener. Und nein, ich bin nicht krank. Ich bin wirklich nicht krank. Es ist nur der Heuschnupfen, der sich auf alles in diesem Bereich bei mir legt. Und ich hoffe, dass es fast, naja, fast vorbei ist. Quatsch, weil es hat erst angefangen, aber es sind nur ein paar Wochen im Jahr. Damit lässt sich schon leben, mit diversen Hilfsmitteln. Und von daher, bloß, dass ihr Bescheid wisst, ich bin nicht krank. Und ich habe auch nicht vor, ein Shooting mit einem Neugeborenen zu machen, wenn ich krank bin natürlich. Deshalb nur Heuschnupfen, alles safe. Ich habe jetzt schon mal ein paar Sachen zusammengesammelt, die ich gerne für das Babyshooting nutzen würde, beziehungsweise Optionen, die wir nutzen können und die so ein bisschen meine Go-Tos sind, wenn es um die Babyshootings geht. Ich möchte natürlich, dass das Baby sich wohlfühlt. Und gerade beim ersten Shooting möchte ich so eine ganz kuschelige Umgebung schaffen, warm, wohlig. Das Baby soll sich wohlfühlen, weil es ist ja eine neue Umgebung und gerade wenn es frisch auf der Welt ist, ist es noch nicht richtig angekommen in dieser wundervollen Welt. Und dann wollen wir es so gemütlich wie möglich machen. Deshalb dürfen solche Decken natürlich nicht fehlen. Die kann man gut zum Füllen nehmen, zum Stopfen und natürlich als Unterlage. Dann habe ich nochmal eine kleinere Decke. Diverse Stoffe, denn ich spiele gern so mit verschiedenen Texturen, was aber alles in denselben Tönen gehalten wird. Also wir bewegen uns hier in sehr natürlichen Farbtönen, wie Schweiß, Braun, beiger Hintergrund. Also eher die Erdfarben und sehr neutrale Farben. Aber mit verschiedenen Texturen zu spielen, finde ich dann ganz schön. Dann haben wir auch als Unterlage nochmal diese zwei verschiedenen kuscheligen, eigentlich sind es Kissenbezüge, aber die sind perfekt für kleine Babys. Dann habe ich hier noch einen weißen Kissenbezug, der aber so groß ist, das heißt, es ist auch einfach Unterlage für das Kind. Dann, mein Favorit sind immer solche flauschigen Felle. Für die ganz, ganz Kleinen kann man auch sowas hier nehmen. Ist eigentlich zum, ja, so zum Einpuppen gedacht oder wenn man das Baby
nackig macht, dass man das vielleicht so ein bisschen über das Baby legt, so leicht drapiert, solche Sachen. Wenn die Babys noch ganz, ganz, ganz klein sind, passen sie manchmal noch in diese Schale, zumindest wenn man sie ein bisschen zusammenknautscht. Das Gute bei ganz frischen Babys, also wirklich ganz frische Babys, die machen ja noch nicht viel. Die schlafen viel und, das soll jetzt nicht blöd klingen, aber die sind sehr biegsam, also sehr flexibel. Das heißt, wenn die schlafen und die liegen auf dem Bauch, dann kann man ganz leicht nur die Beinchen noch drunter unter den Körper stützen oder die Ärmchen noch so verschränken und die bleiben halt in der Position. Und wenn man sie ein bisschen zusammenknautscht, kann man sie auch hier reinlegen. Ansonsten, was immer geht, ist so ein Korb, finde ich. Der ist auch ein bisschen flexibel. Das heißt, auch wenn die Kinder schon ein bisschen größer sind, gibt der hier noch ein bisschen nach. Passt sich im Prinzip ein bisschen dem Baby an. Dann habe ich hier so ein ganz tolles Plüschkissen. Das Gute an dem Kissen ist, dass der Rand so höher ist als die Mitte. Also der Rand ist mehr verstärkt. Das heißt, das Köpfchen liegt nicht so oder hängt nicht runter. Und gerade bei den ganz kleinen Babys, die können natürlich ihren Kopf noch nicht halten. Das heißt, man muss da besonders gut polstern und besonders gut stützen, dass sie nicht abknicken. Und genau, da lege ich gerne dann irgendwie eine Decke drüber oder das Fell. Oder eben verschiedene Sachen, die schichte ich dann gern. Und so haben wir ein sehr einfaches Setup, aber sehr effektiv, wie ich finde. Dann kommen wir noch zu meinem Key-Element. Und zwar findet sich das hier drin. Es ist eine Wärmedecke. Die hat eine richtig gute Größe, sodass sie für ein Baby völlig reicht und man kann sie gut verstecken, weil meistens möchte ich nicht, dass man das sieht. Das ist jetzt nicht so dekorativ. Sieht man das? Aber es ist ganz weich und wird halt richtig schön warm. Dann schließt man das hier an mit dem Kabel und kann auch verschiedene Stufen einstellen. Man kann sogar einen Timer setzen, wann es wieder ausgehen soll. Und ja, gerade die kleinen Babys mögen es natürlich sehr warm und sehr kuschelig. Dann schlafen sie auch besser. Und gerade beim ersten Shooting schlafen sie meistens. Deshalb, also das ist mein Nummer 1 Tipp für Neugeborenen-Shootings. Ich bin schon gespannt, was die Eltern so alles mitbringen für das kleine Baby. Ich sage auch gern, dass man so sowas wie Schnullerkettchen oder Schühchen oder das kleine Plüschtier, also was gern mitbringen kann. Dann wird das immer noch mal ein bisschen personalisierter, das Setup. Und dann gucken wir mal, was das Baby so anhat oder ob wir es nackig machen und was wir genau machen. Und wenn das geschafft ist, dann zeige ich euch mal, was wir so für Setups genutzt haben. Das lief richtig gut. Das Baby war sehr unkompliziert, war sehr entspannt und war sogar wach. Meistens sind die Neugeborenen ja am Schlafen während des Shootings, was auch völlig fein ist, was auch ganz süß aussieht. Aber die Kleine war heute sogar wach. Und ich muss mich korrigieren, sie ist erst 3 Wochen alt gewesen. Deshalb konnten wir sie auch noch ganz gut in diese Körbe reinknietschen. Und zwar zeige ich euch jetzt mal, was wir gemacht haben. Auf jeden Fall haben wir uns dazu entschlossen, sie nackig zu machen, beziehungsweise bis auf die Pampers auszuziehen. Und um die Pampers dann zu kaschieren, nutze ich eben gern dieses Tuch, wo ich euch vorhin gesagt habe, das ist gut zum Einpuppen und sowas. Das kann man halt auch sehr gut dafür verwenden, eine Windel zu verdecken, dass sie ein bisschen schöner aussieht auf dem Foto. Dann haben wir einmal natürlich die Heizdecke am Start gehabt. Dann habe ich einmal das Kissen hier genommen, Heizdecke seht ihr da, und einfach nur diese Decke hier
rundherum gestopft, dass es praktisch überall so aussah. Dann haben wir auch dieses Körbchen genommen. Dann war da die Decke drin. Zusätzliches Polster für das Köpfchen, weil die Babys sind noch sehr instabil in dem Alter. Dann war das hier so eingeknietscht. Lässt sich jetzt schwer mit einer Hand so nachstellen. Und drüber hatten wir das Weiße. Bisschen reingestopft. Dann haben wir das Baby hier reingelegt. Mit dem Köpfchen natürlich auf die Erhöhung. Und dann das Ganze auf dieses Fell gestellt. Ich finde, das gibt einfach nochmal eine schöne Textur. Gerade in Verbindung mit diesem beigen Hintergrund. Genau. Das Schöne ist auch, dass ich die Fotos von der Kleinen verwenden darf und sie veröffentlichen darf zu Anschauungszwecken. Das heißt, wenn ihr die Ergebnisse sehen wollt, geht am besten auf meinen Instagram-Kanal. Da findet ihr dann in einem Story-Highlight diverse Babyfotos aus der Babyflatrate, auch ein paar verschiedene Mottos, die ich schon gemacht habe. Und da würde es mich freuen, wenn ihr einfach mal vorbeischaut. Worauf ich übrigens auch immer achte, wenn ich weiß, ich habe ein Babyshooting, dass ich kein Parfüm trage. Denn ich weiß, manche Babys reagieren sehr empfindlich auf Gerüche und fremde Düfte und bei denen ist alles noch so zart und die sind schnell überreizt von all den Sachen um sie rum. Und da ist es nicht nötig, wenn man selber als Fotograf, der dem Baby ja sehr nahe kommt, auch irgendwie zu stark riecht. Dann kann es sein, das Baby fühlt sich unwohl und fängt an zu weinen. Deshalb versuche ich immer, recht neutral zu riechen an solchen Tagen. Und ja, das funktioniert auch sehr gut. Die Babys sind eigentlich immer sehr entspannt. Und noch ein Tipp, bei ganz kleinen Babys zumindest hilft das auf jeden Fall. Wenn die unruhig sind, wenn die schreien, wenn sie weinen und kuscheln hilft nicht, alles hilft nichts, einfach mal den Staubsauger anmachen. Warum auch immer, beruhigt das ganz kleine Babys. Das klappt aber auch nur in den ersten Wochen. Also wenn sie ein bisschen älter sind, dann funktioniert der Trick nicht mehr. Aber einfach mal austesten. Wenn nichts hilft, einfach mal den Staubsauger laufen lassen. So, ich werde jetzt Fotos bearbeiten gehen, damit die auch schnellstmöglich fertig sind. Und an dieser Stelle würde ich den Vlog für heute gerne beenden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn dem so ist, dann gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben. Ich drehe mir mal so, dann haben wir ein bisschen besseres Licht. Wenn ihr mehr von mir sehen wollt, jeden Montag und Donnerstag gibt es jetzt ein Video, dann vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bye!